Was geht, meine Freunde? Euer Little Rabbit ist hier wieder am Start zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. So. Oh mein Gott. Oh Gott. Du solltest besser. Du solltest einfach die Fresse halten. In ihr kleines, hässliches Gesicht. So. Verbandagieren. Nochmal zwei neue herstellen. Geht nicht. Danke, Merkel. Tja. Also ich habe tatsächlich echt alles an Ressourcen verbraten, die ich gesammelt habe. Die ich nur verbraten konnte. Das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall neue Sachen. Dringend. Sonst sehe ich echt schwarz für uns. Munition ist auch gut. Brauchen wir nämlich auch. Da liegt auch noch was. Brauche ich nicht. Gut. Das nehmen wir mit. Ach, das Haus war das. Aber hier waren doch noch Scheren und sowas, die ich nicht mitnehmen konnte vorher. Die könnte ich dann jetzt damit nehmen, genau. Ja. Gewehrmunition. Das Gewehr habe ich jetzt gerade eben gar nicht benutzt. Also das Sneaky hier rumlatschen ist echt extrem schwer. Also man kann auf jeden Fall sagen, es ist eine wesentlich größere Herausforderung, gegen reale Gegner zu kämpfen, als gegen diese Klicker und sowas und Runner. So, das heißt, wir halten jetzt mal fest. Ich habe keine Schrotmunition mehr. Ja, Gewehrmunition ist voll. Bogen habe ich 6 Schuss. Revolver habe ich 1 zum Nachladen. Was ist, den ich jetzt da auch mal reindrücken werde. Ja. Und für die Pistole habe ich noch einen Schuss. Gut. Schauen wir uns hier mal um. Warum sind so viele Leute für einen Eindringling? Wegen der scheiß Schule und dem TV-Sender. Ich dachte, das waren Scars. Diese Eindringlinge arbeiten vielleicht mit ihnen zusammen. Nicht nachlässig werden. Sollen wir mithelfen? Nein, sie ist hier. Stellung halten. Er hat vielleicht was. Da ist sie! Hier drüben! Ja, das wird schon wieder mein Todesurteil sein. Oh.
Aua. Aua. Ja, wahrscheinlich war das kein Kopfschuss, oder? Ey, also meine lieben Freunde, ne, das ist echt... Das ist fast nicht machbar. Wie soll ich das denn bitte schaffen? Warum holen die so viele Leute für einen Eindringling? Wegen der scheiß Schule und dem TV-Sender. Ich dachte, das waren Scars. Diese Eindringlinge arbeiten vielleicht mit ihnen zusammen. Nicht nachlässig werden. Sie haben... Sollen wir mithelfen? Nein, sie ist hier. Stellung halten. So, jetzt drehen wir mal auf, ey. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Ich glaube, er hat was. Riechst du was, Junge? Ach, das ist sie. Das ist sie. Ja, also so funktioniert das auf jeden Fall. Bei dem Hund erst ausweichen. Und dann zuhauen. Okay, die haben auf jeden Fall Jimmy gefunden. Aber ob die den jetzt auch wirklich haben, weiß ich nicht. Okay. Das heißt, ich muss hier durch. Kevin wurde getötet. Verdammt, wer ist da? Verteilen, Leute, los. Kevin hieß der, der Wichser. Ja, ich brauche mehr Pfeile. Scheiße, ja. Tja, Kevin hat beide meine Pfeile gefressen. Im wahrsten Sinne des Wortes gefressen. Das ist jetzt echt scheiße. Ich habe keine Pfeile mehr, kein gar nichts. Ich habe kaum noch Munition. Ah,
der in Astra einen Headshot gekriegt? Das Ding ist, der muss auch noch eine Knarre gehabt haben. Ah, moin. Da kriegt die Munition mal wieder nicht raus. Warum denn auch? Ich habe aber noch. Mann, ey. Sie wissen genau, wo ich bin. Ich kann nur ausweichen und zuhauen. Da mit einer Waffe zu treffen, da fast unmöglich ist. Weichen Sie aus! Alter. Das ist nicht schön, meine Freunde. Das ist so abgrundtief schwer gerade. Wie viele sind denn das vor allen Dingen? Das ist der brennende Truck. Oh! Tommy? Was zur Hölle machst du hier? Er! Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? Jesse. Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes.
Scheiße, das sind echt viele. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Deine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen. Okay. Also Rambo Kommando? Ja. Bitte sei vorsichtig. Okay, wonach suchen wir überhaupt? Eindringling. Ich hab den Recht. Ist hier jemand? Schauen wir nach. Ich gebe Deckung. Blockier ihren Weg! Boah! Gleich haben wir dich! Sehr schön. Oh fuck. Schick, Alter. Oh fuck. Alter. Eine wilde Autofahrt. Alles okay? Bin mir nie besser. Okay. Ich glaube, wir sind sicher. Hier, komm. Danke. Hier lang. Okay.
Dina! Hey. Oh mein Gott. Jess. Hey, Dina. Oh. Hey. Alles okay? Ich brauche nur eine Portion Schlaf. Wir sollten reingehen. Ja, okay, komm. Langsam. Bist du an Maria vorbei? Mich rausgeschlichen. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Komm, setz dich doch. Ne? Nein, nein, nein. Ach, das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Okay. Oh, Ellie fühlt sich nicht so gut. Hä? Hörst du mir zu? Ja. Tommy. Alles gut. Okay. Also. Zwei Jahre zuvor. Diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay. Was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. So, meine lieben Freunde, das war's auch schon mit der Folge. Und ja, für euch geht's beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mich wissen mit einer positiven Wertung, einem positiven Kommentar oder auch ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und ich sag ciao und haut rein.